Lalalala. Ich habe hier mein Essen. Yam, yam, yam. Der kleine Timmy mit seinem Roboter. Ja, ist ja fein. Können wir auch skippen, aber naja. Oh. Haben wir noch nie erlebt. Aber sieht man schon ein bisschen intensiver. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, neu anzufangen. Aha, ein Säckchen hier. Der Kollege nimmt den anderen Kollegen wieder mit. Ja. Aber noch sind wir Vegan-Mode. Das liegt an den Patch-Notes. Denn es ist die 0.19 jetzt vorhanden. Wir wollten ja noch ein paar Sachen machen mit der alten Version. Sammeln uns erstmal alles auf hier. I und je, hier sind ein paar Pappbecher. Konnte man hier auch immer rein? Ich weiß es nicht. Ist mir vielleicht vorher nicht aufgefallen. Sieht ja alles ein bisschen anders aus, haben wir aber auch, glaube ich, auch schon gesehen. So ein bisschen, außer die Pappbecher jetzt. Genau, das ist jetzt auch neu, das habe ich schon gelesen, das ist ein bisschen verdreckt. Schmutztextur für das Flugzeugmodell eingebaut. Aha, sieht aus wie so ein Termitenhügel hier oder irgendwas. Soll es wahrscheinlich nicht sein, keine Ahnung. Der Rumpf hier. Das wird immer überarbeitet. Ach, wir sind aber, glaube ich, wieder da, wo wir das letzte Mal auch abgestürzt sind. Die ganzen Hügel, die sagen mir nichts. Also, irgendwie sind die neu, glaube ich. Eben kurz hier ein paar Sachen ausrüsten. Sieht rasant weiter. Das Update, ich weiß nicht, ob das so groß ist. Das sind viele, viele Kleinigkeiten wieder mal. Aber hauptsächlich fangen wir neu an. Erstens, weil man sie ja schnell ausrüsten kann. Ah, Wristwatches war auch, glaube ich, ein Bug oder so. Dass es die nicht mehr gibt und die Yacht hatten wir nicht mehr und sowas und dass wir vielleicht mal Gebäude zerstören können oder so. Wir haben sowieso kein ha Zuhause gehabt und von daher noch sind wir im Vegan-Modus, aber ich möchte das wahrscheinlich wieder ändern. So, ja, B haben wir noch nie gehabt. So, trink mal eine Cola hier. Ja, der nervt hier so ein bisschen. Alles klar, es dürfte uns eigentlich keiner stören. Außer real-life-mäßig, das weiß man natürlich nie. So, aber ich fange wieder hinten an. Ich lese einfach die Patch-Notes wieder vor, wieder die Axenwalde wahrscheinlich übersetzt. Immer schönen Dank daran. So, im Multiplayer haben wir noch nie gespielt, aber vielleicht kommen wir da auch nochmal zu. Auf jeden Fall Fehler bei der Angriffssortierung. Orientierung bezüglich Clanspieler behoben. Interne Priorität. Der Gegner erhöht damit diese sauberer synchronisieren bzw. weniger laggen. Fehler mit Baumstammschlitten nach dem Laden eines gespeicherten Multiplayer-Spielstandes behoben. Tippen im Chatbereich löst nicht mehr länger Aktionen durch Tastendruck aus. Feuer breitet sich nun korrekt aus. Das Seil kann nun gebaut werden. Spielfigur, Modelle und deren Kleidung werden nun für alle Spieler korrekt dargestellt. Einladungen zu Spielern werden nun korrekt in der Warteschlange gereiht. Clanspielern ist es möglich, pro Server eigene Speicherstände zu haben und erscheinen nach dem Laden am Speicherpunkt anstatt im Flugzeug. Stirbt man, findet der Respawn nach wie vor im Flugzeug statt.
Fehler mit experimentellen Stufen in Speicherständen, die zu Ladenproblemen bei Clientspielern führen konnten, behoben. Warnungstext bei Alt plus Tab als Host eingebaut. Fehler mit inkorrekt duplizierenden Körpern behoben. Fehler mit moderner Axt, die anderen Spielern gegenüber gelb dargestellt wurde, behoben. Fehler mit unendlich Schildkrötenpanzern, jedoch kein Fleisch für Clientspieler behoben. Das neue Speichersystem wird per Steam-ID gesteuert, um Konflikte auf selben Rechnern zu vermeiden. Multiplayer-Oberfläche angepasst, damit Gamepad-Unterstützung und das neue Speichersystem kompatibel sind. Das hört sich schon mal da, schon mal alles ganz nett an. So, machen wir mit technischen, grafischen, soundmäßigen weiter. Im Einzelspieler. Ich lese das eigentlich immer nur vor, so für mich, dass ich das selber ein bisschen lese und auch für euch. Da interessiert das ja einige oder so, oder vielleicht interessiert einige nur so, die haben das Spiel nicht, was so neu ist oder allgemein so. Ja, Kollisionsbox beim Baumstammhalter eingebaut. Gefällte Bäume werden nun ordnungsgemäß in das Baumstammfellsystem mit einberechnet. Bessere Animationen für Trompetenrisser und Miss Virginia, also Muschiklaus und Galoppelheinz, ne? Die Arme der Spielfigur werden bei der Entführungsszene nun korrekt dargestellt. Ja. Nicht dargestelltes Wasser abhängig vom Blickwinkel ist nun behoben. Gegenstände, die man aufnehmen kann, werden unter Wasser nicht mehr als feste Objekte dargestellt. Fehlende Innenausstattung nach dem Laden eines Spielstandes im Single- und Multiplayer-Modus behoben. Noch hatten wir jetzt nicht. So, ja, behoben. Das Speichern im Singleplayer-Modus legt automatisch eine Sicherung an. Der schwarze Speicherbildschirm ist nun synchron mit dem Speichervorgang. Speichern in den Cloud verbessert. Schattenblenden korrekt mit der Dunkelheit ab, wenn sich das Spiel in einer Höhle befindet, beziehungsweise werden heller, wenn der Spieler nicht in einer Höhle ist. Sonne und Mond sind nicht mehr abgeblendet, wenn sich das Spieler in Höhlen befindet, sodass der Übergang zwischen Höhlen und Außengebiet natürlicher abläuft und mehr Licht von außen in Höhlen eindringen kann. Landschaft um Strände verbessert. Ja, das ist schon mal ganz nett. Wir laufen hier sowieso noch ein bisschen rum, denke ich mal. Fehler mit schwarz dargestellten Inventar auf Intel Chipset Grafikkarten behoben. Okay. Einige Kieferbäume, die an der Wasseroberfläche wuchsen, behoben. Ja, manchmal sah das auch ein bisschen komisch aus alles. Fehler beim Speichern laden behoben, sodass gebaute experimentelle Wände die Größe des Spielstandes nicht unnötig aufblasen und beim Ladeversuch zum Absturz bringen. 60 Sekunden Abstand zwischen Darstellung des Feuerzeugs im Feuerzeug-Tutorial eingefügt. Keine Ahnung, hat noch nie ein Tutorial gesehen. Trinkanimation bei Teichen zugefügt. Physikverhalten bei einigen herabhängenden Leichen hinterlegt. Durchlässigkeit anderer Objekte beim Sprengen von Bäumen behoben. Soundeffekt beim Öffnen und Schließen der Metalltür eingebaut. Ah, okay, die haben wir letztes Jahr geöffnet. FMOD Mixbuffer Größe bei hochwertiger Audio-Abtastrate des Systems erweitert, um Ruckeln zu vermeiden. So was ist auch immer ganz nett. Tonbalance des Windes von fallenden Blättern und Schrillgeräuschen von Tieren durchgeführt. Fehlende Schreie von Gegnern auf Distanz behoben. Klänge von Wildschweinen bei Angriff und bei Bewegung eingebaut. Okay, ja, die haben vorher keine Geräusche gemacht. Tote Körper bewegen sich von Spielern nicht mehr weg, wenn man sie wiederholt aufhebt und ablegt. Darstellungsdistanz für Bäume auf Ultra-High-Einstellungen vergrößert. Arbeitstaktreaktion optimiert, um Leck und Ruckeln zu vermeiden. Okay. So, jetzt im Gameplay. Die Farbe von Stockmarkern kann nun gewählt werden, wahrscheinlich Stickmarker. Stickmarker schweben nicht mehr über den Boden, nicht rückwirkend. Ja, hat man auch manchmal. Baumhäuser werden nun korrekt mitgespeichert, nicht rückwirkend. Baumhäuser werden nun zerstört, wenn man den Baum darunter fällt, spätestens beim Laden des gespeicherten Spiels. Okay, ist auch realistisch. Kleinere Bauten wie Baumstammhalter können nun auf Flossen gebaut werden. Verbesserter Umgang beim Bauen, sodass das Bauen von hohen Gebäuden einfacher abläuft. Ja, okay. Wildtiere reagieren stärker auf Fallbeschuss. Wildtiere können beim Essen an Büschen beobachtet werden. Mehrstufiges Zerstörungssystem. Bestimmte Gegner können nur bestimmte Gebäude zerstören, abhängig davon, wie stark sie sind. Nur der Trompetenrüssler kann Abwehrwände einreißen. Okay, unser Galoppelheinz, auf welche er nun seinen Hauptfokus gesetzt hat. Okay. Ist auch besser, wenn das nicht jeder kann. Krokodile besitzen mehr Energie, können mehr Schaden verursachen und können nun im Wasser schwimmen und den Spieler angreifen. Okay, auch besser, die waren ja vorher ein bisschen harmlos. Ruckeln beim Laufen mit niedrigen Ausdauerwerten entfernt. Okay, alles ganz nett.
Um die Ausdauer wieder aufzuladen, muss der Spieler das Laufen einstellen. Okay. Also kann man nicht einfach langsamer laufen. Kurze Verzögerung beim Aufladen der Ausdauer eingefügt. Anzeige equipped, ausgerüstet beim Tauchgerät wird angezeigt, sobald es angelegt ist. Schnappstachelfalle sind doppelt so breit. Die Schlingenfalle besitzt nur eine höhere Reichweite, sodass das Fangen von Gegnern leichter ist. Muss auch mal wieder machen mit Fallen. Feuerschnüre zu entzünden klappt nun nur mehr, indem das Feuer über die Feuerstelle gehalten wird, bis es entzündet ist. Okay, manchmal ist man ja ganz so anders und kann das Feuer trotzdem entzünden. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Waffen und Pfeile, die brennen, verbrennen andere Objekte nicht länger indirekt. Brennende Waffen flammen länger, benötigen jedoch mehr Benzin, wenn man damit attackiert. Brennende Pfeile verursachen keinen Schaden am Schützen. Sollte auch nicht. Gestaltung von Höhlenkämpfen balanciert. Die Spielfigur sinkt etwas ein, wenn man sich auf Sand bewegt und die Geschwindigkeit ist etwas reduziert. Okay, das wird immer realistischer hier. Einige aufgenommene Story-Elemente werden nun auf den letzten Seiten des Überlebensbuchs angezeigt. Okay. Standfeuerstelle brechen bei Kollisionen mit Gegnern nun zusammen. Kamera fährt nicht länger durch den Boden, wenn man von einem Seil absteigt. Manche aufzunehmende Gegenstände befinden sich nun auf den Fischerständen. Okay. Balanceanpassung. Das Tauchgerät kann nun nur mehr in Höhlen gefunden werden. Die moderne Axt befindet sich nicht mehr auf der Segelboot. Das ist natürlich blöd. Keine Ahnung, wo sie sich dann befindet. Jedoch eine Sauerstoffflasche. Die rostige Axt wurde vom Höhleneingang entfernt. Totenplatz in Höhle 1 wurde überarbeitet. Lichter von Höhlendecken entfernt und Aufbruchplatz fast auf Höhle 2 verschoben. Pardon. Taschenlampe bewegt sich mehr mit der Kamera mit, sodass rauf und runter sehen einfacher abläuft. Okay. Unterwassernebel eingebaut. Navigationsfehler im Überlebensbuch beim Nutzen von Gamepads behoben. Standardmäßig L und R Schultertasten. Gebäudereparatur kostet nun zweimal Baumhaus und steigt den Schadensgrad an. Fehlende Zahn- und Federrezepte beim Aufrüsten von Stock und Stein behoben. Beim Abfeuern der Leuchtpistole nimmt der Schütze keinen Schaden mehr. Okay. Schleichrüstung in der Größe reduziert, damit man mehr sieht. Okay, ist auch gut. Das Pedometer ist nun als Utility hinterlegt, sodass das Wechseln per Tastendruck zwischen Pedometer, Walkman und Kompass vorgenommen werden kann. Ja. Haiaufkommen reduziert und Schwarmplätze weiter von Stränden entfernt, damit Landhaie nicht mehr vorkommen können. Okay, ist auch gut. Kälteareale im Norden der Insel nur in größeren Höhen und nicht schon am Strand vorhanden. Feuer könnten wieder angezündet werden, nachdem sie ausgingen. Okay. Der aufgesammelte Schildkrötenwasser befindet sich nun im oberen Bereich der Inventarmatte. Ist auch besser. Wir sind hungrig. Die Höhle hinter der Metalltür kann nun verlassen werden, indem man das Wasser sprengt, nach oben schwimmt, das Seil findet, in den nächsten Wasserbereich springen und nach einer kurzen Strecke nach oben beim Gänsesee rauszukommen. Okay, haben wir versucht, aber gab es ja noch ein bisschen Bugs. So, Gegner. Blutige, ausgehungerte Kannibalen werden nun auch in Höhlen antreffen oder sind. Gegner reagieren nun korrekt auf Walkmen, die zur Ablenkung an Bäumen befestigt wurden. Höhlenkannibalen können wieder schlafend an Höhlendecken vorgefunden werden. Okay. Leichte, bleiche Versionen von Miss Virginia und Trompetenrüstern der Spielwelt hinzugefügt. Diese sind stärker, schneller, robuster. Okay. Ja, und neu dabei. Neue Schmutztextur für das Flugzeugmodell eingebaut, haben wir schon gesehen. Neues Speichersystem. Es ist nun möglich, bis zu 5 Speicherstände zu besitzen. Single und Multiplayer. Das ist sehr gut. Neues Menü beim Speichern von Spielständen in-game. Kleine Grabstätten auf der Insel eingebaut. Foto von Timmy eingebaut, um den Spieler daran zu erinnern, ein besserer Elternteil zu sein. Weiß nicht, ob wir es gesehen haben. Neues Bauteil, Wildschweinschädel am Stock, dekorative Wildschweinstatue. Neues Kunstwerk hinzugefügt, Lebensretter, neues Kunstwerk hinzugefügt, Schädelhaufen. Ich weiß immer nicht, was das alles genau ist. Neue Höhle, Höhle 9. Obwohl, komisch, eigentlich müsste es Höhle 8 sein, keine Ahnung. Neuer Gegenstand, Kompass. Neuer Gegenstand Inselkarte in 4 Teile zerrissen, die man finden und auf der craftigen Matte herstellen kann. Neues Modell und neue Texturen für Steine mit Geflechten. Neue Gegenstände in Cargo-Containern. Okay. Gibt's wieder einiges zu entdecken. Aha, das sieht man schon ein bisschen mit den Geflechten, wie gesagt. Wir müssen auch mal den einzigen Riegel hier essen. Kommen wir da eigentlich wieder rein? Ja, diesmal haben die es so anders gemacht, dass man hier nicht wieder reinkommt, scheinbar.
sehr fies. Sieht man auch so hier drin, spiegelt sich so ein bisschen alles. Manchmal ist das noch so komisch mit kaputt machen hier alles. Steht da auch wirklich Tweesap? Verstanden nicht vorher nur Sap? Ich glaube, hier stand nur Sap. Keine Ahnung. Das sind nur Kleinigkeiten. Ach ja, hier ist das Foto. Okay. Habe mich schon mal gewundert, wo das ist. So, das rüste ich schon mal aus. Und ja, ich kann es gar nicht speichern, glaube ich, ne? Ah, Main Index, da kommt man hier ein bisschen hin. Crafting Guides, Weapons. Sieht das alles ein bisschen anders aus? Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt. Müssen 4, komme ich aber gar nicht hin. Bei den Notes. Kannst du hier was reinschreiben? Nee. Okay. So. Ist hier noch irgendwas Neues, was ich irgendwie überlesen habe? Das kennen wir ja alles soweit. Climbing Move haben wir auch noch. Mann, haben Froschenhals. Haben wir auch noch nie gemacht. Okay, aber hier machen wir wieder unseren Stickmarker hin. Aber ich dachte, man kann die Farbe ändern, ja? War das nicht so? Kann nun gewählt werden. Aber wie? Da muss man das erstmal bauen. Aha. Unten diese Fahne da. Ist hier kein richtiges Rot? Keine Ahnung, machen wir dieses Pink hier. Hier sind wir abgestürzt. Was ist hier los? Irgendwie wird hier im Haus gebohrt oder keine Ahnung, was hier geschieht. Es vibriert hier alles. Das kannst du auch mal vergessen. So. Zuerst müssen wir ja eigentlich speichern, damit ich den veganen Modus ausstellen kann. Oder? Nicht mal genug Blätter, ganz offen. Ein paar Sticks. Ja, tut mir leid, so eine Gedönsfolge hier, aber meistens ist es ja fürs Update. Komm, so ein paar Blätter hier kriegst du auch noch hin. So ein komischer Stuhl hier.
okay, siehst du, man muss ein bisschen warten und dann, weil wenn man jetzt einfach so weiterrennt und dann langsamer wird, dann. Es dauert, bis sich das wieder auflädt. Mist, wir haben nichts zu essen, oder was? Feuer ist natürlich auch immer wichtig. Aber wenn nicht. Oh, das gibt's aber nicht. Ich sehe gar nichts. Na hallo, ich möchte. Jetzt brennt das ja natürlich länger. Es ist generell gut, aber gerade ein bisschen hinderlich. Es brennt ja echt lange, das ist ja ganz nett. Aber wenn man damit schlägt, geht das anscheinend besser aus oder so. Ja, toll, ich wollte das jetzt eigentlich nicht. Läuft hier kein Lurch lang, ey. Learn the basics of survival. Fällt irgendwas um, der Baum, oder was? Ja, da im Hintergrund. So, ich müsste jetzt noch mal ganz schnell irgendein Tierchen hier finden. Ich glaube, ich belasse ich dann auch dabei bei so einer ganz kurzen Session hier an eine Folge. Hier so ein bisschen, weil die noch heute natürlich kommt. Morgen. Aber ich heute dann weg bin. Noch. Am Freitag. Und beim nächsten Mal mache ich natürlich ein bisschen mehr. Scheiße, wir brauchen was zu treten. Kann mich hier aus nichts machen hier? Ich weiß es nicht. Nichts von essen, ne. Damit sich irgendwas hier mit einem Stock machen? Ich weiß es nicht. Wie geht das nochmal? Nee, so nun auch nicht. Möchte ich ja gar nicht. Speer wäre jetzt nicht schlecht. Ich muss ja trotzdem speichern. Sieht man auch mal hier. Aha. Mehrere Slots. Okay, das haben wir das auch schon mal gesehen. Und wenn man das wieder macht, okay. Das ist ja nice. Ah,
wenn ich penne, ist dann hier ein Tier vorhanden. Ich weiß, wir sind ziemlich ausgehungert. Gibt es hier keine Beeren oder so? Haben wir nicht genug gegessen im Flugzeug? Ist das weniger geworden? Keine Ahnung. Da habe ich irgendwas gegessen, es war aber nicht gut. Ja, dann ist es eben giftig, kann ich jetzt auch nichts ändern. Bohren hier und alles, das ist auch echt nervig. Vielleicht hört man das auch in der Aufnahme. Deswegen werde ich diese gleich beenden. Das war eine längere Folge, weil es hier wieder einiges schief geht, so ein bisschen. Aber naja. Ist ja üblich bei den Propheten, so ein bisschen. Es geht schon bald zum Tod. So, jetzt habe ich die Dinger gegessen, jetzt haben wir keinen Hunger mehr, aber Ersatz haben wir jetzt auch nicht mehr. Naja, okay. Dann sage ich bis zur nächsten Folge, nächsten Session, da wird ja mehr passieren. Die Folge geht auch schon viel zu lange. Alles klar, das Feuer brennt immer noch, trotz Wind und alles. Ich speichere nochmal und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Prophet. Tschüss.